du, Lucifer, ich habe ja in den 6 Tagen, als ich die Welt erschuf, im Prinzip ja alles richtig gemacht, ja? Die Pflanzen, die Tiere, die Berge, die Ozeane, ja und dann die Menschen. Ja, die hättest du ja getrost weglassen können. Nicht doch, mein lieber Diabolus. Die Menschen, ja, die sind so herrlich. Also so herrlich gegensätzlich, ja? Der Adam, die Eva, fantastisch. Du hast einen völligen Knall da oben. Weißt du überhaupt, was du angerichtet hast mit diesen Menschen? Ja, okay. Ja, so nie gewollt, aber ja, wie die sich bewegen da unten, das ist ja wirklich nicht mehr zum Ansehen. Aber Marissa, ich erkläre dir das mal auch bei einem Kaffee. Sag mal, wie komme ich denn dann eigentlich zu dir? Zu mir? Ja, zu dir. In die Hölle? Ja, in die Hölle. Tja, nimmst du einfach den Highway to Hell? Immer geradeaus. Okay. Da fährt sogar der Bus hier. Da fährt ein Bus. In die Hölle. Das ist ja seltsam. Seltsam ist vor allem, was da für kautige Typen drin sind. Du und dein Mensch. Hilfsbusfahrer hat mein Kind beleidigt. Aufs Übelste.
Ihr Kind beleidigt. Ja. Das würde ich aber nicht zulassen. Gehen Sie mal nach vorne, holen Sie eine Entschuldigung ab. Ich halte zu lange am Lachen. Das ist mein Sohn. Oh, sorry, ich wusste nicht, dass Sie da vorne sind. Ich bin die Mutter. Mir reicht's. Anhalte. Ich will heraus. Mit dem Bus fahre ich nicht mit. Thank you.
Tempo ins T-Shirt bekommen. Ja, und? Ach nee, ich sag ja, ich muss morgen noch mal hin, pusten. Guck mal, wie das auch alle. Das macht mich wütend. Das macht mich echt wütend. Sag mal, was sagt denn eigentlich dein Alter, wenn du immer so ein Stück steif bist? Meine Alte? Ja, genau die sagt immer, Klaus sagt ihm nö. Heinz sagt ihm nö. Lass ihn mal wieder helfen, du weißt doch mal. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday wiederholen. Rudi, sagt sie. Oh, jetzt aber. Wenn du nach Hause kommst, ist der Weihnachtsbaum geschmückt. Was? Weihnachten? Hallo, wir haben Juni. Juni? Ach du Scheiße, so lange war ich schon wieder weg. Ich muss raus hier. Hier ist noch Juni. Da kannst du mir wieder Katze fressen. Was hast du eigentlich mit der teuren Flasche Jack Daniels Tennessee Whiskey gemacht, die ich gestern geschenkt habe? Ah, ich hatte Angst, dass ich auf dem Heimweg mit dem Fahrrad runterfällt. Okay, was hast du gemacht? Ich hab sie ausgetrunken. Ja und? Das war ein ziemlich guter Schachzug von mir, ne? Denn auf dem Heimweg bin ich 7 Mal vom Fahrrad gefallen. Ja, das stimmt. Mann. Aber Ami, der fällt mir ein, ne? Ja. Du müsst ja richtig reich sein bei euch, ne? Rich? Reich? Eigentlich nicht, wieso? Als ich gestern bei dir über Whisky saufen, da hab ich gesehen, dass sie Golden Clues haben. Golden Clues? Haben wir nicht. Was meinst du? Na klar, da hinten im Bad, Golden Clues. Warte mal, da bist du der Blitzkerl, der deine Posaune geschissen hat. Bist du nicht der Sohn vom Ziegenfinger? Nein! Ja, aber vielleicht können Sie es mir erklären.
Ja gut, da gibt auch einen größeren Klarschluss jetzt, ne? Ah, eigentlich. In dem Mobi hätte er Büro zu kaufen, ne? Ah, genau. Einfach auf. Ach doch, der. Wir können Leute zu mir machen. Ja, ja. Die wollen, dass der hier einen Aftor gewählt hat. Ja, wie macht man das denn? Das ist ganz einfach. Du nimmst ein bisschen Vaseline, ne? Ja, kenn ich. Und dann musst du den Finger rein. Musst du ein bisschen drehen, ein bisschen drehen. Oh. Das ist ja unglaublich. Aber es geht schon. Es ist nur den Moment. Wie weit geht das denn? Scheiße. Das ist alles so richtig, dass du guckst du mal. Meter Fleisch, Meter Mensch. Was? Du bist in der Art. Unvorstellbar. Was macht man denn mit so großen Arschlöchern eigentlich? Kann ich dir sagen, also pass auf, die meisten, ne? Da zieht man dann so eine Uniform an wie deine. Das, deine Form. Dann lassen sie deine Kollegen. Deine Form wird da heute drin bleiben. Du bist erstmal schön verabredet, Köpfe damit. Du bist verloren. Moment. Da macht man so. Ich hätte da Urlaub, was? Ja. Siehst du hier? Sie jagen doch zurzeit ja diese Gruseltrauns, die Leute immer überfallen. Die Verrückten, genau. Die jagen da immer noch. Hatte ich gestern einen vor meinem Bus. Aha, könnt ihr Angaben machen? Ja. Raus, hab ich den Gedäul zusammengelegt, niedergetreten, bis er nur noch geflüstert hat. Und was hat er geflüstert? Vorerlaubnis und Führerschein. Ah, deine Frage ist ja auch zu Ende, Kollege. Na, weißt du, hier, die Busfahrt